Wann möchtest du dir so nah sein wie nie zuvor? Wann möchtest du dich auf den Weg machen, auf den Weg in deine Freiheit? Was brauchst du für den Weg in deine Freiheit? Einmal brauchst du Mut, du brauchst deinen Mut. Zweitens brauchst du den Mut zu vertrauen. Einen Lehrer, einen Mentor, einen Menschen, der den Weg schon gegangen ist. Du brauchst den Mut, dich zu stellen deiner eigenen Ängste. Selbst die Ängste, die du gar nicht als Angst ansiehst, weil sie verdrängt ist. Du brauchst den Mut, in dir hineinzuschauen. In dir hineinzuschauen hinter deine Ängste. Nämlich deine Ängste, dein Zweifel, ist eine Botschaft. Eine Botschaft, die dir sagen will: Schau mich an und du bist frei. Aber die meisten bauen ihre Angst auf und sie wird größer, weil sie die Wahrheit, die hinter der Angst ist, nicht anschauen wollen. Viele fliehen vor der Wahrheit. Sie fliehen vor der Wahrheit, weil ganz viele andere Dinge für sie dann in diesem Moment wichtig ist. Der Urlaub, das Restaurantbesuch, das Eisessen, das Treffen mit sehr wichtigen Menschen und vieles mehr. Aber steckt da immer wieder hinter die Angst vor der Wahrheit. Der Mut, der dir fehlt, um frei zu sein. Lass dich nicht immer wieder aufhalten. Zum Beispiel, ich begleite viele Menschen nach den Aufstellungen immer weiter. Und viele Menschen kommen zu meinen Aufstellungen, weil sie wissen, ich nehme was mit. Es kommen ganz viele Menschen, die nur als Beobachter da sind und mitmachen wollen. Nämlich weil das, was sie mitnehmen, nicht mit dem Verstand machbar ist. Unsere Seele greift das, was sie braucht, um ihre Angst aufzulösen, um Erkenntnis zu bekommen. Also hier auch wieder hinter der Angst zu schauen. Und einige Menschen meinen, ich habe ein Ziel erreicht oder einen Status erreicht, mehr brauche ich nicht. Jetzt kann ich leben. Jetzt bin ich glücklich und bleibe glücklich bis zum Ende meines Lebens. Bist du dir wirklich sicher? Wir alle kennen diesen Spruch, Leben heißt Veränderung. Du als Seele. Du kannst eine alte Seele sein, die schon über 1000 Jahre und noch mehr immer wieder inkarniert ist, die ein Wissen in sich trägt, was aber blockiert ist. Blockiert von Blockaden, weil die Seele nicht wollte, dass man hinter ihre Kulissen schaut. Dann kommen die jungen Seelen. Die jungen Seelen, die erst in kurzer Zeit, das heißt 100 Jahre, 500 Jahre, erst inkarniert sind, die sich auf den Weg gemacht haben, neugierig zu sein und dahin zu schauen. Was für Erfahrungen gibt es und welche Erfahrung muss ich machen, um mich auf meinen Teufelskreis zu befreien? Mein Teufelskreis ist immer stehen bleiben, Angst haben, nicht erfolgreich zu sein. Sie müssen sich auch ebenso, ich sage es mal, alte Seelen, Lehrer, Ausbilder, anschließen, um zu lernen. Wir müssen alle, ob du oder ich, wir sind alle, so gesagt, an die Hand genommen worden. An die Hand genommen worden, ich nehme dich mit, wenn du es möchtest. Ich zeige dir, was hinter deiner Dunkelheit liegt, was du als dunkel nennst. Ich zeige dir das, wer du wirklich bist. Ich zeige dir das, was dich wirklich ausmacht. Ich zeige dir, wo deine Gelassenheit, wonach du strebst, in dir liegt. Ich zeige dir den Punkt des Glücks, des Lebensglücks. Ich zeige dir den Punkt, dass alles, was jetzt gerade geschieht in der Welt, überhaupt dein Glück nicht schaden kann, sondern nur fördern kann. Du bist in dieser Welt geboren und aus diesen Situationen zu lernen. Du, kein anderer, du
bis hier hineingeboren mit einem freien Willen, dass du glücklich wirst. Und aus diesen Situationen sollst du ganz alleine lernen. Und wenn du willst, steht dir jede Tür offen. Und wenn du möchtest, begleite ich dich. Aber ich danke dir erstmal, dass du zugehört hast. Und wenn du immer noch am Ball bist und zuhörst, darfst du einen Daumen nach oben machen. Oder wenn du möchtest, darfst du sogar meinen Kanal hier so abonnieren. Ich verbleibe wie immer, euer Familienaufsteller Robert Gerhard Niehe. Ciao.